Hello, hello, hello. What geht? Ja, willkommen zurück. Heute wieder einen ganz entspannten in Traveler's Rest. Und wir gucken mal, was wir so machen können. Ja, genau. Also, wir schocken hier ein bisschen weiter. Oh. So. Gucken wir mal unten in die in den Keller. So. Ich wollte mal gucken, was das oben kostet. Okay, also wir brauchen ordentlich Gold und Sachen. So. Nägel und Platten. Das wären dann... Okay. Sagen, dann lassen wir den Laden für ein paar Tage zu und ja. Ja.
Ich habe noch was im Internet gesehen. Und zwar, dass man irgendwie an bestimmten Tagen so einen Typen sehen kann. Und hier unten. Da kann man dann einfach Sachen anscheinend kaufen. Also wenn hier dieser Wagen steht. Oh, Äpfel. Nice. Hier gibt's nichts Großartiges. Okay. Kann ich noch mitnehmen? Jetzt mal gucken, ob es hier... Oh, Kokosnüsse gibt es. Oh. So, noch ein Seestern. Keine Muscheln, schade. So, dann gucken wir mal auf der anderen Seite und geben unseren Müll ab. So.
Holen wir den nochmal. Dann geht's wieder zurück und dann in die obere Region. Ja, und ich habe noch bei den Diskussionen auf Steam geguckt. Also da drehen gerade ein paar Leute frei, weil sie auf das Update warten. Das soll wohl mega werden. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das nicht, das auch nicht, aber das können wir abbauen. Tja, gibt es nur Eisen und Kupfer, aber Kupfer brauchen wir aktuell überhaupt nicht. Und ich glaube, dann müssen wir noch in die Höhle rein. Das war's dann eigentlich. Ich glaube, wenn man mit allem durch ist, ja, ich wollte gerade sagen, dafür geht ein gesamter Tag. Was wir bekommen. Ein Ereignis. Okay. Oh. Mangos. Okay. Warum ist der traurig?
So, was mir auf jeden Fall noch fehlt, ist so gesehen Button mit einfach Sachen reinschmeißen. Also alles Lebensmittel zum Beispiel. So. Oh, dann mal schlafen gehen. So. Nach unten. Oh. Ah, ich brauche Wasser. So. Na, was geht? Auch ein. Oh, nice. Was soll es denn geben? Tank. Ah, ja. Nice. Oh, sorry. Ich habe nicht nachgedacht. Bei mir gab es heute, wie heißt es gleich noch?
Wie heißt das? Brötchen. Genau. Okay. Ja, mein Backofen funktioniert nach wie vor noch nicht. der ist immer noch Schrott, aber der wird irgendwann die Tage vielleicht repariert. Ja, da ist die Heizspirale explodiert. Blöd gesagt, nee, die ist einfach nur gebrochen. Und leider war ich so ehrlich und hab gesagt, dass das meine Schuld war. Und was sagt der, Techniker? Ja, nee, das, wäre so oder so passiert. Bilder. So. Das hier ist, glaube ich, das perfekte Bild dafür, um das zu erklären. So. Also. Warte, das. Nee, das sollte gehen. Das hier war schon alt. Das ist so durchgebogen gewesen. Und war also mega instabil. Und ich bin da mit einem Blech gegen gekommen. Und dann ist es einfach gebrochen und hat dann so Puff gemacht. Und also gegengekommen würde ich sagen, das wäre so. Ja, eher so. So bin ich dagegen gekommen. Also wirklich minimal. Das, ja. Und weil ich das so meinem Vermieter erzählt habe, heißt es jetzt, ja, du hast es kaputt gemacht, du musst es bezahlen. Ja, also der Techniker hat auch gesagt, ja, das ist einfach maximal Pech gehabt. Hättest du den jetzt wahrscheinlich noch dreimal benutzt oder so, wäre das auch passiert. Also wäre der garantiert kaputt gegangen. Naja, jetzt kostet mich das 200 Euro und dann wird das heile gemacht.
Außer mein Vermieter sagt, ey, komm, wir kaufen jetzt doch einen neuen Backofen. Also da, das wollten die noch besprechen. Ja, genau. Aber da zahle ich denen dann so gesehen jetzt noch 120 Euro. Und ja, das war's dann. Also die bezahlen dann den Rest. Da wollten sie aber sich das Ganze noch überlegen. Aber mal gucken, was da auf mich zukommt. Aber meine Vermieter sind eigentlich mega. Deswegen passt das eigentlich. Jo, mach das. Bis später und melde dich dann einfach zurück. Dann schalte ich mich wieder auf stumm, wenn ich dampfe. Super, danke schön. Dann dir viel Erfolg. So, machen wir jetzt erstmal den ganzen Biervorrat heile.
Oh. Joghurt, Sahne. Ich könnte mal bei dem Shop vorbeigucken und gucken, ob man da Sachen kaufen kann. Oh, beschlossen. Dann erkunden wir hier. Oh, Zitronen. Da unten irgendwo hin. Neues, da geht's also auch lang. Große Pilgermischel. Und eine Muschel. Oh, ich sollte nochmal die Aufträge angucken. Thank you.
Oh! Heute Abend 20 Uhr werde ich dann mal hierher laufen. Ja, und ich wollte eigentlich mal nach Sahne gucken, also laufe ich wieder zurück. Oh. Mal kicken, was ich damit machen kann. Quark, Butter. Ah.
eine. So, also Wasser haben wir, die Pflanzen sehen gut aus. Dann ersetzen wir hier die Kronleuchter. Wenn ich Sahne habe, kann ich da... Oh. Oh, Junge. Können wir Pilze mit Sahne herstellen? Moin. Oh ja, und Bierpanschen, aber vom Feinsten. Wir haben hier echt schon gut zusammengepanscht. Und erstmal guten Abend. Alles Chico. Und hier haben wir schon mal Reserven. Und hier haben wir auch Reserven. Ich habe jetzt erstmal ein paar Tage geschlossen gelassen, damit ich Zutaten bekomme. Oh. Oh. Oh, wir können Weizen herstellen. Oh, warum das? Das aus dem Kontext geschnitten ist auch schwierig. So, das machen wir einmal. Und Tee. Und ich habe jetzt rausgefunden. Oh! Nice. Also da kommst du ja echt gut voran. So, Weizenmalz. Ich weiß, dass du eine Pflanze meinst.
Nice. Das ist cool. So, 19 Uhr. Kann ich das irgendwie einbunkern? Nee. Kann ich das hier einbunkern? Nee. Aber was? Reiferegal. So, und jetzt will ich da auch noch da unten. Crowley. Hallo. Nein. Ja. Okay, hast du Probleme mit dem Gesetz? Ich niemals. Es ist nur mein Scheinlager. Die Reise nach Berebab ist so lange wegen so voll. Ein paar Tage gibt dich. Das Feindes zu kämpfen ist der beste Weg, um wieder Kraft zu gewinnen. Ich meine, oh, du hast ein gutes Auge, mein Freund. Hier gibt es allerlei kuriose und exotische, welche auf einen neuen Besitzer warten. Normalerweise sind sie ruhig, aber die Reise macht sie meist ein wenig nervös. Okay, verstehe. Kleiner Vogelkäfig. Okay, aber kein Ei. Vogelkeks. Nice. Also können wir hier bei dem kaufen. Oh. Kein Hopfen mehr. Oh. Nice. Willkommen zurück.
Und alles bekommen. Weizenbier. Ja, okay. Ja. Was für Biersorten haben wir denn hier? Oh. Die müssen wir austauschen. Dass wir unterschiedliche Sorten haben. Sieht nicht gut aus. Oh. So, was kostet... Dann dir da auf jeden Fall guten Hunger. Cool. So, wir brauchen noch ein Wandfass. Eisennägel, 25 Stück. Okay. Nice. Okay. So, ist oben alles gut? Oh.
So, dann können wir aber heute zumindest eröffnen. Oh. So, was für Aufgaben gibt es denn noch? White Champignons. Habe ich mit weißen Champignons? Ja. Dann bereiten wir das noch mal eben vor. So. Apfel, Würzwein.
Apfelwein. Dafür brauchen wir eine Presse. Okay. Okay. Oh, sorry. Kork. Oh. So, und damit können wir eigentlich demnächst mal starten. 16 Uhr. Oh. Die Kerzen werden hier gar nicht rausgenommen. Okay. Was für ein Mist. Okay, weiß ich fürs nächste Mal.
Naja, dann lupp das jetzt erstmal. Oh, 133. Oh. Landwirt. Jo. Das läuft echt gut. Dann könnten wir hier noch einen Tisch hinsetzen. Oh, der holt die jetzt. Richtig, richtig gut, wie das hier läuft. Richtig performant. Da gibt's nichts mehr zu tun für mich.
Hier muss es nur noch, denke ich mal, ein bisschen heller werden. Oh, wir haben mehr als 2 Gold gemacht. Nice. Oh. Oh, wir sollten noch Tee kochen. Das braucht noch alles ein bisschen. Ja. Habe ich gerade aus Versehen an der Dampfe gezogen, um ohne mitzudenken? Oh. Das tut mir sorry.
Jetzt haben wir nicht mehr viel. Ja, aber das ist doch... Muss ja nicht unbedingt sein, ne? Also ich versuche wirklich dran zu denken. Ja, oder so. So. Das Bockbier ist bald fertig. Die hier gehen bald über. Oh.
Das hat geklappt. Das ist bald fertig. Sauber. So langsam sieht das richtig gut aus. Ja. 31 Cent. Aber gleich werden wir richtig Geld verdienen. Ja. Ich hole mir nämlich jetzt gerade die neuen Fässer, damit ich hier unten noch mehr einlagern kann. Bockbier ist fertig. Ja, diese Halter, da kann ich fünf Fässer lagern. Ja, ich zock das gerade auch mehr aus, weil ich hier nicht viel nachdenken muss. Super, das freut mich. Das ist jetzt gerade echt einfach ein Großteil Entspannung. Oh. Oh. Oh.
Oh. Ein wichtiger Gast wird die Taverne. Während dieser wichtige Gast wird sich Ruf verändern, stärkt aus. Schau in Kalender. Okay. Sehr wichtiger Kunde besucht mich. Ja, anscheinend. Oder arbeiten die Samstag nix? Kann ich das auf der Enzyklopädie sehen? Mitarbeiter. Okay, Eigenschaften. Oh, Factorio von vorne anfangen. So, ich werde mal wieder Factorio von vorne anfangen mit Mod Space Explorer. Die haben so viel geändert. Da ich locker 50 oh Gott. Factorio habe ich noch nie gespielt, muss ich dazu sagen. Hey, jetzt kommen die. Aber das, da kommt der Security, okay. Maximale Belegung 16. Vielleicht weil ich zweimal aufge... Wow, okay, das ist bei mir eindeutig Minecraft. Aber das ist auch krass. Über 4000 Stunden, das ist Hardcore. Glaube, die kommen hier durch den Gap nicht durch.
Ja, war ich. Ich guck mir dazu gerade Videos an, wie ich das besser machen kann. Aktuell eher weniger, würde ich sagen, weil das wieder nur ein Privatserver ist und ich erstmal das Spiel kennenlernen will. Und okay, die Mass Effect Spiele habe ich nicht so viel gespielt. Ich glaube, da habe ich 360 Stunden oder so. So ein Fenster kostet nochmal 10. Oh Gott. Okay. Das dauert bei mir noch richtig lange. Gott, sind das viele Fässer. Oh, Wasser ist leer.
Oh, seit 6 Jahren. Das ein bisschen was. Alter. Ja, okay. Aber wenn ich mal dazu rechne, ich spiele Minecraft seit der Beta. Wie lange ist denn das her? Ja. Also Release war 2011. Ich glaube seit 2009 oder 2000. Nee, ich glaube es war 2009. Im Mai 2009 wurde die Alpha entwickelt, rausgebracht. Und ich glaube, ich habe die Alpha gespielt. Jo, und? Discord. Genau, auf der bin ich auch gerade. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach, draußen gucken.
So, dann gucken wir doch mal oben. Und bauen noch ein Fenster ein. Oh. So, was können wir uns denn hier noch holen? So, 1, 2, 3, 4. Okay, noch eine Reihe. So, dann warten wir jetzt nur noch auf unsere Waren hier. Das können wir hier reinschmeißen. So, und ein Fass haben wir noch fertig. Ha, passt perfekt. Kann ich noch was brauen? Nö. Honig und Weinhefe. Ja, wie der war. sehr stressig, muss ich sagen. Viele Sachen los gewesen, viele Sachen zu klären. 3 oder 4 Meetings. Eine Baubesprechung, eine Netzwerkplanung, eine Investplanung. Also, weil wir jetzt Mitte des Jahres haben, fängt das jetzt alles an, also... Ja, Angebote anfordern und. Also gut was zu tun und nicht unbedingt Stress, sondern eher dieses Jonglieren mit den ganzen Sachen. Das ist ein bisschen viel dann. Und dass das halt alles nur auf den Kopf geht und du... nichts Physikalisches mehr machst. Das, ja, viel Arbeit. Aber hat Laune gemacht, das ist das Wichtigste. Und ich konnte mein Fahrrad endlich von der Werkstatt abholen. Oh, apropos Fahrrad. Ich will einmal gucken, ob mein Fahrrad genehmigt worden ist.
Ja, dann verstehst du das. Wenn es eigentlich nicht Stress ist, aber trotzdem sehr auf den Kopf geht. Aber mein Fahrrad wurde noch nicht freigegeben. Dauert wohl noch ein bisschen. Ja, genau. Also das ist auch das Problem bei mir. Dass dann halt sehr viel dranhängt und dass sich Leute darauf verlassen, dass es läuft. Das ist ein bisschen uff. Aber sonst... Jo. Kann ich jetzt mehr? Ja, 23, sauber. Kommen jetzt meine Mitarbeiter? Oh, ja. Die Geldbeträge sind dann auch immer relativ erschreckend. Wenn du dann irgendwie für die nächsten 5 Jahre Platz oder so. Wir reden jetzt von 2,5 Millionen Euro. Budget insgesamt. Was willst du damit machen? Ich brauche nur Netzwerk. Jetzt haben wir kein Budget mehr. Ja, und wie war dein Tag denn so? Wenigstens ein bisschen entspannt oder stressig? Faulenzen ist auch mega. Also würde ich am liebsten den ganzen Tag machen, aber irgendwoher muss Kohle kommen. Und Stress ist an sich immer Kacke. Thank you.
Hehe. Auszumachen gibt's nicht. Show. So, was ist denn hier verfügbar, neutral? Oh, 0 Uhr. Heute kommt der VIP. Oh.
So. Diesmal haben wir nicht so viel verdient, aber naja. Sauber. So, da haben wir ganz viel Dekokram für das Zimmer oben. Ich hoffe, das wird auch zeitnah geliefert. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch ein bisschen Müll ausgraben können. Ulme. Dort war jetzt nicht so ertragreich. Hier ist auch nichts. Ah, okay. Hier ist auch nichts. Ah. Hier noch? Okay. Mach das. Hast du einen Plan, wie du bauen willst? Oder einfach also eine extra Map ausgewählt? Oder einfach erstmal Standard, was mit dem Modpack dazu kam? Brombeeren. Schon. Ah, sauber.
ich bin da überhaupt nicht der Typ für. Ich baue einfach, wie ich gerade denke und plane relativ wenig. Deswegen sieht das meistens immer echt chaotisch aus. Oh, oh Gott, das wäre auch nichts für mich. Ah, ein Stiefel bekommen. Also ich würde da wahrscheinlich instant drauf gehen. Aber okay, wenn man das Spiel so lange gespielt hat wie du, dann schadet das, glaube ich, nicht. Ich bin heute bis circa 22 Uhr vor Ort. Auch heute muss ich mal ein bisschen früher ins Bett. Gestern war da doch ein bisschen zu spät. Und dann war ich noch so aufgedreht und dann konnte ich nicht pennen und ja. Ich bin gespannt, wie lange du durchhältst. Nice, Boxershorts. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Müll zusammen. Und nochmal Schuhe. Noch eine Boxershorts. Oh, was? Aber in-game, oder? Oder ist das real-time? Ja. Genau, der Strahl. Kommt der in-game oder real-time? Ah, okay. Ja, dann hält es sich ja noch in Grenzen.
Realtime wäre heftig. So, verschiedene Biersorten haben wir. Okay, dann gehen wir eben nach oben und eröffnen gleich mal. Der wichtige Gast ist da. Die Gäste werden mit einem goldenen Stern gekennzeichnet. Stelle sicher, dass alles glatt läuft. Okay. Okay.
Oh. Ich glaube, ich muss eine andere Haushälterin auswählen. Käsereifung. Mh, cool. So. Wie lange bleibt die denn hier? Warum kommt keiner mehr hier ins... Oder ist es, weil das der Eingangsbereich ist? Vielleicht muss ich hier wirklich den mal woanders hinsetzen. Und wie lange bleibt die hier? Oh. Okay. Dann schließen wir den Spaß jetzt. So, auffüllen. Streicheln. Ich glaube,
das ist zu. Okay. Gucken wir mal hier oben. Oh Gott. Sauber. Aus was besteht die denn eigentlich? Oh, Harvest 300 Crops. Crops, nicht Crops. Crops. Oder Eisen, Kupfer und Stein. Yo! Okay, mega.
Oh. Okay, ich brauche einen Mischtisch. Muss ich mir den jetzt wirklich kaufen? Ja. Okay. Apfelmost hört sich richtig gut an. Jein. Ich müsste eine Destillierstation bauen. Die könnte ich eigentlich mal bauen.
So, fehlen uns noch 4 Nägel. Apfelwein hört sich auch echt gut an. Und ich bin gespannt, wie die Destillierstation funktioniert. Oh ja. Stellung geliefert, sauber. Dann haben wir das auch. Definitiv mit Methanolanteil bei meinen Braukünsten. Was ich mir natürlich auch frage, ist das hier. Die Schmelze. Oh.
verdammt. Nicht erwischt. Mit der Schmelze, ich habe keine Ahnung, das will ich rausfinden. Aber dafür brauche ich erstmal den Mischtank, damit wir Beton herstellen können. Apfelmost. Mehl. Ja. Ich habe noch keine Rezepte. Oh, ich habe kein Wasser. Also, Schnaps herstellen geht noch nicht. Braunbiermalz. Gerstenmalz und dunkles. Roggen. Oh, ich brauche noch Gerste. Dunkel, Apfelwein und hier kriegen wir Destillieren mit Travernstufe 11. Oh, Dunkelbier haben wir gerade. Oh, kalt, es ist kalt.
Apfelwein. Saftig, hoffe ich. Bitter Toppelhopfen, nee. Fruchtig mit Waldbeere. Die nur Krach machen. Ich würde das dokumentieren. Und gegebenenfalls mit deinem Vermieter dann sprechen. So von wegen, hey, von bis Uhr gab's immer Krach. Dann war mal Ruhe für eine halbe Stunde und dann gab's wieder Krach und das und das und das. Und vielleicht kann da dein Vermieter was machen. Ja.
Ah, okay. Bei meinem Vermieter könnte ich zumindest was machen. Da kommt es drauf an, ob es den Punkt der Ruhestörung erfüllt. Das heißt, ich glaube, es. Das müsstest du mal googeln. Wegen 23 Uhr oder ab wann das Ganze dann wirklich Ruhestörung ist. Also wenn es konstant immer nach 23 Uhr ist, dann machst du das 2-3 Tage mit, ne? Und dann. Kannst du auch die Polizei rufen, das ist dann kein Problem. Ich würde es halt immer dokumentieren und notfalls auch mit dem Handy aufzeichnen zum Beispiel. Und vorher aber trotzdem nochmal mit den störenden Personen reden. Weil dann kann man sagen, du hast dein Bestmögliches getan. Und dann können die einem eigentlich nichts mehr. Muss man zumindest versuchen, das ist die Problematik bei sowas immer. Aber das ist echt kacke. Ich hätte übelst, muss ich echt sagen, übelst keinen Bock drauf.
Oha. Das könnte ich mir sogar leisten. So, ab nach unten und da nochmal gucken. Hier war noch was genau. Dann weiter nach unten.
20 neue Rezepte verfügbar. Hm, nice. Dankeschön. Und wir können jetzt eigentlich Pommes herstellen. Das Problem ist nur, dass wir noch kein Öl haben. Also nach dem Mischtank kommt dann wahrscheinlich erstmal die Presse. Dass wir da weiterkommen. Du kannst hier eine Presse kaufen. Und ich weiß nicht, was man mit der macht, aber ich kann mir vorstellen, dass du da zumindest Fruchtsaft zum Beispiel bekommen kannst, aber auch irgendwelche Öle. Zum Beispiel, ich habe einen ganzen Haufen Oliven gesammelt. Aber mit denen kann ich noch nichts machen. Steine bunker ich erstmal. Wäre auch eine Option. Ich weiß nur nicht, ob man das hier durchsetzen kann. In Graveyard Keeper konntest du ja aus den Leichen Hamburger machen. Vielleicht gibt es hier auch die Option. Dass man dann so ein Zechpreller-Burger bekommen kann oder so. Hier habe ich jetzt zum Beispiel Oliven gefunden. Und mit denen kann man halt nichts machen. Ja, gehe ich sehr stark von aus, aber die Reihenfolge sagt jetzt aktuell als erstes den Mischtank, damit wir Beton machen können und anschließend dann wirklich den ganzen anderen Krams.
Ich habe schon 60 Pieces of Junk aufgehoben. Ich habe auch keine Ahnung, was wir mit den Algen machen können. So, Wilson. 5. Laden. Wäre vielleicht eine Idee. Oh, Sojasauce, Schmalz. Aber so viel können wir hier noch nicht herstellen. Okay. Oh Gott, der hat hier ordentlich randaliert.
So. 25 Leute können jetzt hier untergebracht werden. Oh, und was hatte ich hier gesehen? 556 zufriedene Kunden und 137 haben wir rausgeworfen. Oh, großartig. Ach, der hat sich ein Zimmer gebucht. Dir das an. 6 Gold. Wie viel kriegen wir denn hier für das Zimmer? Oh, 1,4. Nice. Und was kostet Gärbehälter? Okay, der kostet auch so viel. Kork. Kork. Wie viel Uhr haben wir jetzt eigentlich? 0 Uhr 45, okay. Alter Schwede. So, und schlafen gehen. B
Bestellung wurde geliefert. Ich freue mich. Oh, ich brauche Kiesel. Und normale Steine dafür. Oh Gott. Das wird richtig schön nervig. Zum Glück habe ich einige gesammelt. Und Nägel brauchen wir noch. Haben wir auch noch. Oh, geil. Damit haben wir... Also wir könnten jetzt noch einen zweiten Gärbehälter bauen. Oder wir warten eben noch. Ach, wir brauchen erstmal den Gärbehälter. Ach, wie geil. Damit kommen wir jetzt richtig gut voran. Okay, hier können wir noch nichts abbauen. Und hier auch noch nicht. Nee. Kopfsalat, Gemüsebrühe. Machen wir hier auch noch mal Gemüsebrühe.
So, also als nächstes kommt dann auf jeden Fall die, ach, wie heißt es gleich noch, wirklich die Presse. Oh, mir fehlt Eimerstangen. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben einen zweiten Gärbehälter. Geil. Ah, oh, jetzt habe ich keinen Brennstoff. Wow, jetzt habe ich kein Malz mehr. Keine Hefe. Das kannst du auch keinem erzählen. Okay, dann gehen wir mal eben fix einkaufen. Wird da noch drauf warten? Ah. So, strahlende Wandleuchter. Kann ich die auch quer anbringen? Das wäre jetzt so geil. Anscheinend nicht.
Oh. Ach, ich wollte noch die Bierkrüge. Oh, und die Bestellung ist angekommen. Weizenbierlager. Doppelhopfen. Aromatisch. Mit Frucht. Heidelbeeren? Heidelbeeren. Ale. Oh, kein Wasser mehr. Jetzt können wir die doppelte Menge an Bier brauen. Das ist geil. Ach, das... Oh Gott. Bin ich dumm. Das war nicht intelligent. Die Schmelze ist hier wirklich das, was wir schon haben. Die sollten jetzt eigentlich demnächst fertig sein.
So. Bis morgen, gute Nacht dir und ja. Schlaf gut und erhol dich gut und danke fürs Dabeisein. Hä, wo ist denn das Personal denn jetzt schon wieder? Auf jeden. Bis denn. Ciao. Das Einzige, wo ich drauf achten muss, ist jetzt, dass das Bier nicht leer geht. Geil. Und als nächstes kriegen wir die Käsereifung. Oh, ein Bier ist leer. Danke, schönen Abend dir und gute Nacht. Ich hau mich auch gleich hin. Danke fürs Dabeisein und bis morgen. Und danke schön für die gute Nacht und so.
So, das sieht doch gut aus. Eins machen wir dann die Bude dicht. So, aber heute sollten wir auf jeden Fall die Käsereifung bekommen. Du hast die Käseherstellung freigeschaltet. Du kannst eine Käserei und ein Reifregal für Käse am Briefkasten bestellen. Käserei. Was kostet mich denn die Käserei? Okay, dann gehen wir. Oh. Gehen wir mal schlafen. Das hat geklappt. Und als nächstes bauen wir dann hier die... Joa. So, was kriegen wir denn als nächstes? Destillieren. Nice. Okay, dann legen wir doch jetzt mal Gemüse ein. Oh. Gerstenmalz und dunkles Gerstenmalz.
war ich hier. Biscuit? Braunbiermalz. Das will ich herstellen. Dann könnten wir noch zweimal dunkel herstellen. So, gibt es hier was? Oh. Wir können Salat herstellen und... Oh. Geil. So, aber ich denke mal, das war's dann für mich zumindest heute. Ja, also wir haben ordentlich was geschafft. Wir haben hier ein paar neue Rezepte zumindest freigeschaltet. Oh, das ist richtig nice. Und es wird auf jeden Fall Zeit, dass wir sowas wie... eine Kuh und so bekommen. Das wäre auch nochmal eine nice Option dazu. Also da kann man nicht meckern. So, dann gucken wir nochmal nach dem Kunden hier oben. Ja, dann machen wir eben noch sauber. So. Ja, aber genau, also für heute war es das dann zumindest erstmal. Und dann... sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Ich danke euch fürs Dabeisein und wünsche euch einen sehr entspannten Abend noch, eine gute Nacht und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Also, hauen Sie rein, macht es gut und dann bis morgen. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.